Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen hier bei Hafen TV. Diesmal dreht sich alles um Transport und Spedition. Hier hinter mir sehen wir die A15, die wohl bedeutendste Ost-West-Verbindung von Rotterdam über Nimwegen bis hin nach Deutschland. In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen einige interessante Logistikbetriebe vor, hier bei Hafen TV. Willkommen bei Hafen TV. Hafen TV schlägt eine Brücke zwischen Unternehmern aus den Niederlanden und Deutschland. Heute geht's um das, was einen Hafen ausmacht: Umschlag- und Gütertransport. Auch von und nach Häfen im Hinterland, die wichtige Knotenpunkte in einem Netzwerk sind. Der Rotterdamer Hafen hat sich vergrößert, weil viele Plätze in der Provinz, aber beziehungsweise zum Beispiel auch Duisburg, gehören mehr oder weniger zu dem Rotterdamer Hafen. Eine Haupttransportachse zwischen Rotterdam und Deutschland, die Autobahn A15, wird gerade ausgebaut. Und das hat mit den neuesten Mega-Container-Terminals zu tun. Gleich mehr darüber. Highway-Feeling mit Verkehr auf 4 Etagen? Dies ist keine Megacity in Amerika oder Asien. Dies ist das Autobahnkreuz Ridderkerk bei Rotterdam. Ganz unten die Autobahn 15, eine bedeutende Verkehrsachse in den Niederlanden und seit langem in den Top 10 der Staumeldungen. Kein Wunder, denn sie erschließt als Verkehrsader den Rotterdamer Hafen über seine gesamte Länge von über 40 Kilometern. Nur auf den letzten Kilometern geht die A15 in eine Landstraße über. Hier war vor 7 Jahren übrigens noch Nordsee. Inzwischen stehen hier die modernsten Container-Terminals der Welt. Rotterdam kann so insgesamt doppelt so viele der sogenannten Boxen umschlagen wie bisher. Dass ihr Umschlag weiter steigen wird, gilt als sicher. Zwar mussten sich die Betreiber der neuen Container-Terminals verpflichten, im sogenannten Container-Vor- und Nachlauf mehr auf Bahn und Binnenschiff zu setzen, aber auf LKWs kann nie ganz verzichtet werden. Darum wird mit der A15 ein wichtiges Nadelöhr gerade zur rechten Zeit entschärft. Logistik ist einer der sogenannten Top-Sektoren in den Niederlanden. Sektoren, die Den Haag für besonders förderungswürdig hält. An der Spitze des Logistikbranchenverbands Fenex steht Ruud Vat. Die Unternehmen decken ein breites Spektrum im Logistikbereich ab. Transport auf dem Land-, Luft- und Wasserweg sowie Zollangelegenheiten. Also das Komplettpaket, alles, was mit Logistik zu tun hat. Wenn Sie den Rotterdamer Hafen betrachten, ist das Ziel, den Anteil des Gütertransports auf der Straße zu vermindern. Man muss vor Augen haben, dass bei immer mehr Betrieben im Rotterdamer Hafen der Transport per LKW einfach an seine Grenzen stößt und eine Alternative per Schiff oder auf der Schiene nötig ist. Es bleibt für alle genug, wenn sie es gemeinsam gut machen. Es bleibt für alle Parteien voldoende über, als wir es mit allen gut machen. Interessant für den deutschen Zuschauer ist, dass wir den Ausbau und die wirtschaftliche Nutzung der Betüe-Linie vorantreiben. Die Umwelt spielt in unserem Alltagsleben und in der Zukunft eine große Rolle. Und die Betüe-Linie soll Gütertransport von der Straße auf die Schiene verlagern helfen. Das ist wichtig für beide Geschäftspartner. Das ist von großem Belang, denke ich, für beide Parteien. Wenn ein Transportunternehmen schon 105 Jahre am Markt ist, hat es wohl einiges richtig gemacht. Zum Beispiel, indem es Verladern und Empfängern von Fracht viel Arbeit abnimmt. So wie Van der Mark Transport. Van der Mark ist ein echt Familienbetrieb. Ich bin die 4. Generation. Van der Mark ist ein Familienunternehmen. Ich bin die 4. Generation. Mein Urgroßvater hat 1910 als Spediteur begonnen und wir haben uns inzwischen zum Logistikdienstleister entwickelt. Wir führen viele internationale Transporte durch und haben ein eigenes Distributionsnetzwerk in den Niederlanden. Wir sind im Luft- und Seetransport aktiv, aber auch im Warehousing, inklusive dem Löschen und Laden von Containern, Aussortieren, Verpacken, einfach in allem.
Ich kenne Van der Mark Transport mehr als 25 Jahre. Ich war früher Direktor beim Großhandelsunternehmen Medeco und wir haben schon damals alle Transporte von Van der Mark zur uneingeschränkten Zufriedenheit ausführen lassen. Ich bin froh, dass wir die Handelsbeziehungen mit Deutschland aufgreifen und auch dabei Van der Mark Transport nutzen. Van der Mark kommt gerne mit deutschen Partnern wie Herstellern und Großhändlern in Kontakt, gerne mit nachhaltigen Produkten, denen wir einen Mehrwert bieten können. Duurzame Güteren, waar wij veel toegevoegde waarde aan kunnen voegen. Lagerhaltung und Umschlag für normale Handelswaren, aber auch für Gefahrgüter. DWR Warehousing sieht sich als verlässlicher Partner und Brückenkopf in der Nähe des Rotterdamer Hafens. DWR ist ein Op- und Aufschlagbedrijf, gevestigd in Spijkenisse, vlakbij. DWR ist ein Unternehmen für Lagerung und Umschlag in Spijkenisse in der Nähe des Rotterdamer Hafens, gegründet im Jahr 2000. Die Kapazität von DWR Warehousing liegt derzeit bei 23.000 Quadratmetern. Wir bewegen pro Jahr ungefähr 55.000 Paletten. Wir können alles lagern, von ungefährlichen Handelswaren bis zu Gefahrgütern. Unser Alleinstellungsmerkmal ist die Lagerung von Gütern der Gefahrgutklasse 2.1 von Aerosolen. DWR Warehousing kann dem deutschen Kunden die ganze logistische Arbeit abnehmen. Wir sind nah am Rotterdamer Hafen und damit eine ideale Ausgangsbasis für Unternehmen, die im niederländischen Markt Fuß fassen wollen. Für die Betriebe, die sich auf den niederländischen Markt festigen. Niederländische Lastzüge sind ein gewohntes Bild auf deutschen Straßen. In Deutschland schätzt man vor allem die Flexibilität niederländischer Transporteure. Ein Beispiel: Hovetra Transport. Hovetra ist ein Familienbetrieb. Hovetra ist ein Familienunternehmen, besteht seit 1936 und spezialisiert sich auf Lebensmittel. Zu den Gütern, die wir transportieren, gehören Mais, Reis, Bruchreis, Sonnenblumenkerne und Bäckermehl. Was auch immer. Es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten für uns in Deutschland, insbesondere bei Mehlfabriken und Herstellern. Wir fahren allein für 5 Mehlfabriken in Nordrhein-Westfalen und im Norden haben wir auch einige Mehlfabriken als Kunden. Hovetra steht für Qualität, Service und Flexibilität. Wir haben zum Beispiel einen Kunden in Norddeutschland, für den können wir immer Rückladungen durchführen. Hier in den Niederlanden stehen nicht immer Silos zur Verfügung. Dann bleibt die Ladung bei uns und er bekommt sie dann, auf Abruf. Unser Spektrum: Beförderung, Transport, Zwischenlagerung von Lebensmitteln von Deutschland in die Niederlande und umgekehrt. HafenTV.de ist die Online-Plattform für Nachrichten und Berichte über niederländische Häfen und die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und den Niederlanden. Wollen Sie sich diese Sendung noch einmal ansehen, mehr über die vorgestellten Firmen wissen oder mit ihnen Kontakt aufnehmen? All das ist möglich auf HafenTV.de. Folgen Sie HafenTV.de auf Twitter, Xing und LinkedIn. Platz ist knapp und wertvoll in Europas größtem Hafen Rotterdam. Darum richtet zum Beispiel Ron Nele, Direktor des Logistikdienstleisters Nele Vat, das Augenmerk zunehmend auf eine enge Zusammenarbeit mit den Häfen weiter im Inland. Weil in Rotterdam der Preis einer Quadratmeter so hoch ist und eher höher wird als niedriger, wird es schwieriger, für hier also neue Lagen zu bauen und da auch zu lagern. Also die Lösung ist selbstverständlich, dass wir das außerhalb Rotterdam machen. Das machen wir mittlerweile auch. Und so, wenn man das so ansieht, dann kann man sagen, der Rotterdamer Hafen hat sich vergrößert. Weil viele Plätze in der Provinz, aber beziehungsweise zum Beispiel auch Duisburg, gehören mehr oder weniger zu den Rotterdamer Hafen. So wird der Duisburger DCT-Terminal von ECT betrieben, dem Containerumschlagpionier in Rotterdam. Rotterdam ist neben Antwerpen Nordeuropas wichtigster Hafen für Obstumschlag. Aber wussten Sie, dass immer mehr Obst in Containern ankommt? Bei Clerk Logistics weiß man alles darüber. Ja, wir sind ein Logistikbedarf, waren wir gefestigt und bei. Ja, wir sind hauptsächlich bezig mit. Wir sind ein Logistikbetrieb aus Barendrecht und beschäftigen uns hauptsächlich damit, Container aus dem Hafen zu holen, zu lagern, zu kühlen, zu untersuchen und ins Hinterland zu bringen. Die wichtigsten Produkte sind derzeit Orangen, Ananas, Bananen und wir wollen uns auch noch auf Zitrusfrüchte ausweiten. Opslag und Overdracht dabei krijgen.
Aber wir tun die Sachen nicht. Wir nehmen am liebsten mit Unternehmen Kontakt auf, die in Barendrecht und Umgebung Kapazitäten suchen. Wir können die Container eine Woche oder 10 Tage auf Temperatur halten und die Partner können die Container hinschicken, wohin sie wollen. Wir haben eine tolle Firma und stehen dem Kunden so zu Diensten, wie er es will. Teilladungen, Komplettladungen und zu welchem Bestimmungsort, auch immer. Für Güter, die von außerhalb der EU über Rotterdam eingeführt werden, interessiert sich auch der Zoll. Die Zollspedition Eurotransit nimmt deutschen Importeuren den ganzen Papierkram ab. Der Klient versucht uns verschiedene Dinge, aber es kommt in großer Linie auf näher, dass... Der Kunde wünscht sich ganz unterschiedliche Dinge, aber er möchte vor allem Dinge einklariert haben. Das können wir im Rotterdamer Hafen für ganz Europa erledigen und wir machen die Güter für den Kunden buchstäblich frei, sodass er über sie verfügen kann. An der EEG-Grenze ist Deutschland unser größter Partner. Seit unserer Gründung und der Öffnung der innereuropäischen Grenzen ist Deutschland unser größter Partner. Das ist ein sehr schönes Miteinander. Wir arbeiten für Speditionen, internationale Betriebe, multinationale Konzerne und wir können auch direkt für Importeure tätig werden. Wir bieten einen hohen Mehrwert, denn wir stehen ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Was unsere Kunden besonders schätzen, ist, dass all unsere Arbeit dokumentiert ist. Wir legen dar, was wir machen, ohne offene Fragen. Der Kunde weiß, woran er ist. Es sind keine open eindjes. Der Klient weiß, wo er an tue ist. Man sollte meinen, dass Winterreifen im milden Klima von Holland kein Thema sind. Weit gefehlt. Bei Rotterdam liegt ein Riesen-Im- und Exportzentrum für Sommer- und Winterreifen. The Klokbanden. De Klokbanden importeert autobanden vanuit heel veel gebieden van de wereld. De Klokbanden importeert autoreifen aus vielen Gebieten der Welt. Wir konzentrieren uns auf Westeuropa, beliefern aber auch Kunden in Asien, Australien, Amerika und sogar Afrika von hier aus mit Hilfe unserer Logistikdienstleistungen. Wir arbeiten von Altbayerland aus. Hier haben wir ein Warehouse von mehr als 20.000 Quadratmetern. Durchschnittlich liegen hier zwischen 300.000 und 400.000 Autoreifen auf Vorrat. Deutschland ist der größte Markt für Autoreifen. Unsere Chancen liegen vor allem bei der Marke Nankang, die wir an alle Tuning-Shops liefern können. Tuning-Shops verwenden oft Spezialgrößen, wobei sogar vorne und hinten verschiedene Reifengrößen montiert werden. Also Mischbereifung, das sogenannte Staggered Fitment. Das können wir mit unserer Marke Nankang sehr gut abdecken. Die Klokbanden tritt gerne in Kontakt mit regionalen Großhändlern, mit Reifenhandelsketten sowie mit Tuning-Betrieben, die in kleineren Mengen Reifen nach speziellen Kundenwünschen montieren. De banden kunnen monteren onder de auto's. Weltumspannende logistische Dienstleistungen. Zugleich Flexibilität, Schnelligkeit und enger Kundenkontakt. Beim Logistikdienstleister Merzario ist man stolz darauf, diesen Spagat hinzubekommen. Merzario ist ein Logistikdienstverlener, Hoofdkantoor gevestigd in Ridderkerk, dat is vlakbij Rotterdam, mit Unterstützungskontoren zu Schiphol. Merzario ist ein logistischer Dienstleister mit Sitz in Ridderkerk nahe Rotterdam, mit Büros am Flughafen Schiphol, Hamburg, London, Ho Chi Minh Stadt und Hongkong. Wir sind Spezialisten vor allem im Luft- und Seetransport und bieten auch Unterstützung bei Warehousing, Distribution und Lagerung weltweit. Wir nehmen Ladungen in China auf und bringen sie nach Deutschland oder bringen Güter von den Niederlanden nach Amerika. Wir haben ein weltweites Netzwerk von Agenten und eigenen Büros und arbeiten schneller und flexibler als viele größere Speditionen. Dus tegenwoordig veel moeilijker terugvinden. Automatisering binnen Merzario is een pijler binnen het bedrijf. Die Automatisierung gehört zu den Kernbereichen von Merzario. Wir bieten Automatisierung auf dem neuesten Stand der Technik und verwenden dafür CargoWise, eine hochmoderne Software für das Speditions- und Logistikwesen. Das System von Merzario bietet den Kunden ungeheure Möglichkeiten in puncto Transparenz, Klarheit, Tracking and Tracing und Überwachung. Sie haben jederzeit einen Überblick über den Status ihrer Sendungen. Die Verbindungen zum deutschen Markt haben wir im vergangenen halben Jahr intensiviert, und zwar durch die Eröffnung eines eigenen Büros in Hamburg. Das ist sehr wichtig für unsere niederländischen Kunden, aber auch für unsere heutigen und zukünftigen deutschen Auftraggeber.
Ich sehe großes Potenzial in Deutschland für uns als niederländischer Spediteur mit deutscher Gründlichkeit. Ich denke, das ist eine schöne Kombination, sowohl für deutsche Produktionsbetriebe als auch Im- und Exporteure. Als Exporteurs und Importeurs. Das war's für heute bei HafenTV. Auf unserer Website hafentv.de können Sie sich die Sendung oder einzelne Berichte noch einmal ansehen. Wollen Sie Kontakt mit einem der Unternehmen aufnehmen? Das geht ganz einfach über die Website hafentv.de. Ihr Ziel ist es, Partnerschaften, Kooperationen und neue Verbindungen zwischen Unternehmen herzustellen. Und zwar grenzüberschreitend. Herzlichen Dank fürs Zusehen und sehr gerne bis bald.